Wisst ihr, wer Maui ist? Nur der größte Halbgott der Südsee. Mit seinem magischen Angelhaken verlangsamte er den Lauf der Sonne, zog Inseln aus dem Ozean, bekämpfte Monster. Und ich sollte es wissen, denn ich bin Maui. Hey, lass mich das machen, bitte. Tahu! Tama, le Tama, le Tama, Toa! Eoi! Uya! Nicht gut? Wirklich? Was muss ein Halbgott denn noch alles machen? We are explorers reading every sign. We tell the stories of our elders in the never-ending chain. Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui? Formwandler? Halbgott des Windes und des Meeres? Ich bin bei Jana. Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt, Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Nochmal von vorn und los. Ich bin Vajana von Mortenoi. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin raus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir müssen ins Reich der Monster? Keine Angst. Es ist noch viel tiefer, als es aussieht. Liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren. Kokomora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Vajana, das Paradies hat einen Haken. Einfach. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Mit einem pumpigen Halbgott? Maui! Formwandler, lass uns die Welt retten! Einen verrückten Huhn? Proviant! Meine Frage dreht sich um dieses Huhn, das den Stein frisst. Und einer untypischen Prinzessin. Na schön. Erstens, ich bin keine Prinzessin. Ich bin die Tochter des Chiefs. Alles dasselbe. Nein. Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar Prinzessin. Ja. Vajana, das Paradies hat einen Haken im Kino. Und danke! Hey, lass mich raus! Ich gehe doch nicht auf eine Selbstmordmission mit irgendeiner Prinzessin. Du hast wohl zu lange in der Sonne gelegen. Volker. Wisst ihr, wer Maui ist? Nur der größte Halbgott der Südsee. Mit seinem magischen Angelhaken verlangsamte er den Lauf der Sonne, zog Inseln aus dem Ozean, bekämpfte Monster. Und ich sollte es wissen, denn ich bin Maui. Hey, lass mich das machen, bitte. Tahu! Tama, le Tama, le Tama, Toa! Eoi! Nicht gut? Wirklich? Was muss ein Halbgott denn noch alles machen? We are explorers reading every sign. We tell the stories of our elders in the never-ending chain. Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und
werden sie uns alle retten. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Ich bin bei Jana. Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt, Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Nochmal von vorn und los. Ich bin Vaiana von Mortenoi. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin raus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir müssen ins Reich der Monster? Keine Angst. Es ist noch viel tiefer, als es aussieht. Liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren. Kokomora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Vaiana, das Paradies hat einen Haken. Die Welt retten. Ist gar nicht so einfach. Das könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Mit einem pumpigen Halbgott? Maui! Formwandler, lass uns die Welt retten! Einen verrückten Huhn? Proviant! Meine Frage dreht sich um dieses Huhn, das den Stein frisst. Und einer untypischen Prinzessin. Na schön. Erstens, ich bin keine Prinzessin. Ich bin die Tochter des Chiefs. Alles dasselbe. Nein. Du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren. Ganz klar, Prinzessin. Ja. Vaiana, das Paradies hat einen Haken im Kino. Und danke! Hey, lass mich raus! Ich gehe doch nicht auf eine Selbstmordmission mit irgendeiner Prinzessin. Du hast wohl zu lange in der Sonne gelegen. Volker. Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, ich bin Vaiana von... Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt, Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Nochmal von vorn. Jetzt du. Ich bin Vaiana von Mortenoi. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich bin raus. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir gehen ins Reich der Monster? Keine Angst, es geht viel tiefer runter, als es aussieht. Nach Tefiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Kokomora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Vaiana, das Paradies hat einen Haken. I'm Oli Ikuvayo, and I play Moana in Disney's Moana. And I'm Dwayne Johnson, and I play this guy, Maui. The talented artists at Walt Disney Animation Studios love to hide inside jokes and references to other movies called Easter eggs. Lucky for you, some artists gave me the inside scoop, and now I'm giving it to you. Okay. So some of the best-kept secret Easter eggs in the movie Moana. Yeah. So grab your fish hooks, and let's see if you can catch some of these hidden treasures before they end up in the underworld. There's something you need to see. Here's Olaf in Moana's basket. Well, at least his arm, along with his nose. Better hope that Sven, who also makes a quick cameo, doesn't get into that basket. He loves carrots. And before I let it go, Marshmallow from Frozen is also seen lurking in the background of the underworld. One thing that the tech guys figured out early on, which was really a great idea, was to break Big Maui's tattoos into different quadrants. This would be a quadrant, this would be a quadrant, the belly would be a quadrant.
and we could animate Mini Maui within those quadrants. We had to come up with interesting ways. If Maui had to be on this side of his peck and jump to this side of his peck, Eric would come up with an interesting way to do that. The first CG animator I worked with said, hey, I think it would be fun to poke Mini Maui in the belly. So he would say, my finger is gonna come in and make contact with Mini Maui on frame 17. So I would animate Mini Maui reacting from frame 17 forward, like reacting having been poked in the belly. I'm gonna get my hook. You have yours, and I'm not Maui without mine. Get over it, we gotta move. Hi, I'm Ali Icarvalho, and I play Moana in Disney's Moana. And I'm Dwayne Johnson, and I play this guy, Maui. The talented artists at Walt Disney Animation Studios love to hide inside jokes and references to other movies called Easter eggs. Lucky for you, some artists gave me the inside scoop, and now I'm giving it to you. Okay. So some of the best-kept secret Easter eggs in the movie Moana. Yeah. So grab your fish hooks, and let's see if you can catch some of these hidden treasures before they end up in the underworld. Like this one, the lamp from Aladdin. Sparkly, shiny. And there's the magic carpet. But in Moana, carpet is made out of tapa. Of course, yes, 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 yes. Speaking of Aladdin, did you guys know it was directed by the same guys who directed Moana? Wait a minute. Ron Clements and John Musker. You can even see them in the movie here, on tapa, of course. And here. You're doing great. Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Ich bin Vaiana von Motunui. Retten wir die Welt! Vaiana ist jetzt dabei, ihre Insel vor dem Untergang zu bewahren. Und das ist das Abenteuer, worum es geht. Und dabei trifft sie eben um diesen sagenumwobenen Halbgott Maui. Er ist so ein liebevoller Chaot, könnte man sagen, der manchmal aber total daneben liegt, weil er natürlich total von sich selbst überzeugt ist. Ich weiß, man hat nicht jeden Tag das Glück, seinem Helden zu begegnen. Du bist nicht mein Held! Sie ist auf jeden Fall sehr impulsiv und auch ein lebenslustiger, lebensfroher Mensch. Und sie löst sehr, sehr viel mit Humor, was ich total bewundere. Kokomora. Die sind irgendwie süß. Also als Held und Heldin machen die sich sehr gut. Tamale, Tamale, Tamatoala! Maui, Gestaltwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Menschheit. Ich habe im Studio dann immer die Szenen tatsächlich einfach mitgespielt. Man ist schon sehr mit Action dabei. Geht's noch? Ah. Ich sagte, hilf mir! Ich sing voll gerne und tatsächlich auch sing ich voll gerne. Ich singe weit weg, voll gerne. Es wird sehr witzig, sehr farbenfroh, sehr lebendig. Weil im Grunde die Geschichte halt einfach eine wunderschöne Geschichte ist, die auf jeden Fall auch in die Disney-Geschichte eingehen kann.